Und da staut sich doch hier auch schon wieder an der Grenze des Machbaren. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Europa Let's Plays. Und ja, nachdem ihr letztens diesen IZBH hier Stauproblem gelöst habt, werde ich jetzt hier den Bahnhof Warschau umändern, beziehungsweise das Ganze hier zweigleisig machen. So. Genauso wie hier. Das fährt raus zu und hier fährt es rein zu. Lassen wir den dann auch rausfahren, damit das passt. So. Jetzt natürlich hier noch die Verbindung wieder dicht machen, damit die von Wien da auch lang fahren können. So. Jetzt hier noch das Ganze wieder abändern. So. Ich liebe es. Völlig unnütze Kosten. So. So sollte das jetzt soweit funktionieren. Okay, jetzt diese ganze Linie hier. Zug DB Warschau. Da haben wir ihn. Wo fährt er gerade? Folgen. Wieso fährt er hier so lang?
Das jetzt so was Einmaliges oder? Scheint nur was Einmaliges gewesen sein, aber zum Depot und verfolgen. So. Denn das wird jetzt unsere Fahrgastlinie. Stoppt. Ach, ich habe noch auf Folgen. Zack. Das wäre jetzt also ein Fahrgäste und eine neue Linie von DB nach Warschau und 75 1, 75 1. Und das wäre die P3. DB ZBH nach Warschau HBF. So. Mal hier gucken nach Details, wie viele Waggons der hat. 1, 2, 3. 3 Postwaggons. Alles klar. So. Die Fahrgastlinie eigentlich habe ich die jetzt abgeändert gehabt. Warschau ändern. Nee. Der soll bitteschön voller fahren. Und weiter geht's. Die Lok. 1, 2, 3. Und für Warschau. Stopp. So, jetzt haben wir da drei. Können wir hier eigentlich auch noch einen dritten Gleis hinmachen zur Sicherheit? So. Weil, wenn ich es richtig gesehen habe, will hier ziemlich viel nach Kaliningrad auch. Das bedeutet, wir können auch demnächst hier eine Zugverbindung nach Kaliningrad einrichten, die dann hier ja, mehr oder weniger direkt drauf fällt. Das muss ich mir dann natürlich nur überlegen, wie ich das mache. Ja. Weil hier Riga, Tallinn, St. Petersburg, Moskau, Minsk kann man auch so einen Ringverkehr im Prinzip einrichten. Ja, aber im Prinzip auch die ja, Expressroute Moskau-Madrid. Dafür ist die ja schon erweiterbar hier, dass das alles funktioniert. Aber ich lasse das Ganze jetzt noch ein bisschen schnell verlaufen machen, um hier ein bisschen aus dem Minus rauszukommen. Schließlich ist der halbe Monat schon rum und wir sind immer noch pleite. Danke dafür an den EZBH-Stau. Nochmal. Wir haben diesen Monat nur 10% von dessen von letztes Mal im Bau ausgegeben. So. Sollte nämlich die Marge auch höher gehen, da hier mehr Durchsatz ist. Heu.
Es wollen immer Passagiere nach Roy. Okay. Berlin hat eine Bibliothek bekommen. Oha. Na, dann wird das hier, denke ich mal, jetzt abgehen. Noch mehr. Und da staut sich doch hier auch schon wieder an der Grenze des Machbaren. Tja. Ist jetzt hier auf jeden Fall noch ein paar Wagen drauf für Warschau, Kaliningrad, für Post. Jetzt muss ich bloß gucken, Kaliningrad oder Warschau? Kaliningrad, also Warschau. Warschau, 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 Kaliningrad, da kopieren, kopieren. Relativ weite Strecke. Die Marge ist auch wieder im Plus. Okay, perfekt. Sieht es denn überhaupt hier aus? Zürich. Heu Zürich? Habe ich da eigentlich das schon umgeändert? Heu Zürich. Nee. Also wäre das auch noch ein Ding, hier wirklich die Doppelgleisigkeit weiterzuführen. Denn wie man sieht, der hier blöderweise auf freie Strecke. Das macht man auch jetzt fix hier. So. Gut. Die lasse ich mal noch rankommen hier, die Sechser. Wie voll sind die eigentlich? Der letzte ist auch voll. Okay. Ja gut, das sieht soweit ganz gut aus. Und wir sind auch wieder zumindest von der Marge im Plus und zum guten Abschluss der Folge auch vom Betriebsgewinn her im Plus.
So. Und zwar stabil im Plus. Marge im Plus, Bruttogewinn im Plus und ja, wenn man so den Vormonat sieht vom Betriebsgewinn her, das ist ja immer so der Faktor, ich will mal nicht mehr ausgeben, als ich da eingenommen habe. Das heißt, Monat ist auch schon fast rum, von daher gesehen, Stück für Stück werde ich hier weiterbauen. Und ich kann ja mal schauen, was so die größten Städte sind. Nach Einwohner. Da führt immer noch Hamburg an als europäische größte Stadt. Kopenhagen, also die nordischen beiden Städte hier sind die größten. Dann kommt Wien, mal etwas zentraler. Und dann kommt gleich wieder Aalborg und Luxemburg. Dresden ist sogar größer als Berlin, auch wenn es nur ein paar Einwohner sind. Da freue ich mich und Zürich komplettiert den Tausenderkreis. Paris muss man erwähnen, knapp dahinter. 10 Leute fehlen noch. Also von daher gesehen ist hier alles drin. Die einzigen Städte, die noch kein Wachstum haben, sind so ein bisschen die, ja, die extrovertierten Städte am Rand der Karten oder auf den Inseln, wo ich jetzt noch keine Verbindung eingerichtet habe. Wo aber noch auf jeden Fall Schiffsverbindungen hinkommen werden. Nur, ja, wie ich quasi wie so ein Kerngebiet hier aufbauen, was höchst profitabel ist, damit ich die Randgebiete erstmal finanzieren kann. Ja, und deshalb wird es dann in der nächsten Folge von Warschau weiter nach Minsk gehen. Und in diesem Sinne, bis denn dann, euer Aprisos.